Schönen guten Abend hier bei Bild. Ein Krieg, ja, der sich über ein ganzes Jahr gestreckt hat, der endet jetzt. Zehntausende Tote, Millionen Flüchtlinge und bei uns ein teuer Schock, der unseren Wohlstand bedroht. Und wo ist jetzt der Ausweg aus Putins Angriffskrieg? Wie endet der? Darüber spreche ich jetzt hier im Studio bei Bild mit Franz Alt, der ja ein Pazifist ist, darf ich sagen, und der den Zweiten Weltkrieg als Kind noch erlebt habe, als kleines Kind, als heranwachsendes Kind. Haben Sie Erinnerungen, Herr Alt, an diese Zeit, an ein Weihnachten im Krieg? Wenn man 1938 geboren ist, hat man natürlich Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg. Vor allen Dingen erinnere ich mich, dass mein Vater aus dem Krieg heimkam und über Weihnachten einige Tage bei uns war. Das ist unvergesslich. Aber auch andererseits, dass mir die Kugeln um die Ohren flogen. Und unser Haus zweimal zerstört war im badischen Untergrombach, meiner Heimat. Und meiner Mutter hat eine Kugel sogar am Ohr getroffen. Also wenige Zentimeter daneben und sie wäre tot gewesen. Das sind schreckliche Erinnerungen. Deshalb nicht zuletzt deshalb bin ich Pazifist geworden. Allerdings, ich war auch mal ein scharfer Militarist. Mit 5 Jahren erinnere ich mich und die älteren Menschen in meiner Heimat ebenfalls, bin ich hinter eine Beerdigung nachgezogen mit einem Wägelchen. Ein Freund hat es gezogen und wir haben beide gesungen: Siegreich wollen wir Frankreich schlagen. Und ich musste in der ersten Klasse noch den Hitlergruß machen und habe ihn gemacht. Das war also 1943, ganz lange her. Ja. Sie sind dann ein Jugendlicher, Sie haben ein Leben gelebt im Wohlstand in Deutschland und vor allen Dingen in Friedenszeiten hier in Europa. Ist das für uns alle, für auch Ihre Generation, eine Niederlage? Empfinden Sie das so, dass man jetzt so viele Jahrzehnte später wieder einen Krieg hat in Europa und so direkt vor der Haustür? Vor allen Dingen nach der friedlichen Wiedervereinigung habe ich mir so etwas, wie wir jetzt in der Ukraine erleben, nicht mehr vorstellen können. Vielleicht auch nicht mehr vorstellen wollen. Helmut Schmidt hat immer gesagt, alles kann sich wiederholen. Er hatte leider recht. Alles. Auch Kriege. Insofern denke ich, wir haben noch eine große Lernaufgabe vor uns, und zwar als gesamte Menschheit, nicht nur Putin. Also den Atomkrieg bereiten wir genauso vor wie die andere Seite. Leider haben wir 9 Atomkriegsmächte, das ist für mich die größte Gefahr. Aber empfinden Sie, darf ich noch mal fragen, auch ein bisschen, Sie haben das ja nur bei Gott nicht zu verantworten, aber es ist auch gerade diese Generation, die so lange eben in Frieden gelebt hat und jetzt ein alter Mann in Russland, der diesen Krieg anzettelt, empfinden Sie das ein bisschen als eine Niederlage auch dieser Generation, die Krieg gekannt hat und jetzt wieder Krieg führt? Also Krieg ist immer eine Niederlage für die gesamte Menschheit. Etwas Schlimmeres als Krieg gibt es nicht. Krieg ist nie die Lösung. Krieg ist immer die Krankheit. Und insofern finde ich das als ganz furchtbar, dass so etwas wieder kam. Ich finde, ich kann niemand einen Vorwurf machen, wenn er wie ich an den ewigen Frieden geglaubt hat. Zumindest in Europa. Ich dachte immer, ja, in anderen Ländern, auf anderen Kontinenten, wo es viele soziale Probleme gibt, wo es auch Ressourcenprobleme gibt zwischen den reichen Industriestaaten und den ölfördernden Ländern zum Beispiel. Irakkrieg ist so ein Beispiel, das war ein Krieg um Öl. Mein Buch damals hieß Krieg um Öl oder Frieden durch die Sonne. Also wir haben immer Alternativen. Auch jetzt gibt es Alternativen. Ich bin ganz sicher, dieser Krieg wird irgendwann zu Ende gehen. Darüber sprechen wir gleich. Ja. Noch mal ganz kurz zurück. Sie haben gesagt, Sie haben selber nicht daran glauben wollen, dass es noch mal Krieg geben könnte. War das ein Stück weit auch von Ihnen naiv? Ja, das war sicherlich zu naiv. Angela Merkel hat mir vor Jahren schon erzählt, Putin lügt sie ständig an. Mhm. Auch sie hat es schwer gehabt, mit ihm klarzukommen. Aber sie hat gesagt, ich muss es versuchen. Na, sie hat sich selber anlügen lassen, muss man jetzt Jahre später sagen. Ja, aber sie hat auch es gewusst, dass er sie anlügt. Und sie hat vielleicht auch Illusionen gehabt über Putin. Mhm. Gorbatschow hat mir mal gesagt, er war bei Angela Merkel im Kanzleramt eingeladen und hat zu ihr gesagt, sie müssen den Draht zu Putin halten. Mhm. Dann hat sie gesagt, er lügt mich aber an. Das ist schwer. Gorbatschow hat gesagt, ich weiß, aber machen Sie es trotzdem. Die Alternative wäre Krieg. Haben Sie mit ihr danach, nach der Kanzlerschaft, noch mal genau darüber sprechen können? Nach der Kanzlerschaft nicht mehr, aber vorher haben wir uns einige Male getroffen. Und ich weiß, dass auch sie die Vorstellung hatte, man kann mit Putin Geschäfte machen, übrigens die ganze deutsche Wirtschaft. Also es war nicht nur die Kanzlerin, die
in diesem Fall etwas naiv war und ich auch, sondern es war die ganze deutsche Wirtschaft. Es hat wieder mal die entscheidende Rolle, das Geld gespielt. Geld regiert die Welt, auch in Deutschland. Nicht nur in Katar bei der Fußballweltmeisterschaft. Hat sie, man ist natürlich nachher schlauer, aber hat sie einen ganz entscheidenden Fehler dann gemacht, Angela Merkel? Ich glaube, sie hätte früher auf die Energiewende, darüber haben wir oft diskutiert, im Kanzleramt auch, setzen sollen und den Ausbau der erneuerbaren Energien forcieren müssen, sodass wir weniger Abhängigkeit gehabt hätten von Putins Gas und Öl. Wie würden Sie jetzt am Ende dieses Jahres, eines Jahres voller Krieg, unser aller Gemütszustand hier in Deutschland gerade beschreiben? Depressiv? Kriegsmüde? So wie Sie es am Anfang gesagt haben, so ähnlich empfinde ich es auch. Depressiv, Depressionen helfen nicht. Das habe ich mal nach einer Therapie mühsam lernen müssen. Depressionen helfen niemanden. Also die Realitäten sehen und wissen, es gibt immer Alternativen. Nehmen Sie mal den heutigen Tag, die heutigen Meldungen. Wir haben einen wunderbaren Erfolg bei der Weltnaturkonferenz erlebt. Zum ersten Mal haben sich 200 Staaten darauf geeinigt, die Arten mehr zu schützen und besser zu schützen und 30% der Erde und der Meere unter Naturschutz zu stellen, als das bisher der Fall war. Das gibt den Mut. Bisher. Das gibt mir Mut, das zeigt, es gibt immer auch Fortschritte. Also ein großes Thema für mich und für Sie und für alle, die uns jetzt zuschauen, war sicherlich die deutsche Einheit. Das hätte ich noch ein Vierteljahr zuvor nicht für möglich gehalten. Bärbel Bolle, ich hatte mich eingeladen in ihrer Wohnung zur Gründung des neuen Forums in der Färbeliner Straße 91, werde ich nie vergessen. Da saßen 28 Menschen, die vorher noch kurz zuvor im Gefängnis waren und haben gesagt, wir machen das neue Forum und haben gesagt, wir schaffen das. Für mich das politische Wunder schlechthin. Es ist so schön, ein bisschen Optimismus zu hören, aber Millionen Deutschen geht es in diesen Tagen natürlich völlig anders. Und gerade in der Weihnachtszeit, ja, besinnt man sich nochmal. Man sucht vielleicht auch das Hoffnungsvolle, das Optimistische und man findet gerade so wenig, weil man den Eindruck hat, es ist in diesem Jahr alles schlechter geworden. Schauen Sie mal, vor 3 Jahren hätte niemand gedacht, dass ein damals 15-jähriges schwedisches Mädchen eine Weltbewegung organisiert zugunsten des Klimas, Greta in Stockholm. Das ist ein politisches Wunder. Zur deutschen Einheit hat der Spiegel geschrieben, ein politisches Wunder. Es war kein Wunder. Es war der Wille der Deutschen, der Ostdeutschen vor allem, die ihre Angst abgelegt hatten und gesagt haben, wir sind das Volk. In Russland demonstrieren zurzeit fast täglich viele Menschen, vor allen Dingen die Mütter der potenziellen Soldaten, die Putin braucht, und sagen, unsere Kinder werdet ihr nicht, wir opfern euch nicht, unsere Kinder. Aber an Wunder zu glauben, das fällt so wahnsinnig schwer, wenn man im Moment die Stromrechnung auf den Tisch bekommt, vor allen Dingen die Gasrechnung auf den Tisch bekommt, wenn man sieht, wie Firmen pleite gehen, wie wenig auch bisher offenbar die Sanktionen und die Waffenlieferungen helfen. Das heißt, im Moment ist das Gefühl, wir kommen da gar nicht raus. In solchen Zeiten ist es umso wichtiger, dass man sich daran erinnert, dass es auch immer positive Entwicklungen gab. Also es ist nicht das erste Mal, dass es einen Krieg gibt. Die Kriege, die weit weg sind, haben wir gerne übersehen und auch zum Teil verdrängt. Also der Krieg im Jemen zum Beispiel, der Bürgerkrieg in Äthiopien. Da haben vor 4 Wochen die beiden Kriegsgegner, die Zentralregierung und die Regierung im Norden Äthiopiens, einen Friedensvertrag geschlossen. Sie haben 14 Tage miteinander gerungen, haben sich plötzlich als Brüder angeredet und haben einen Waffenstillstand und einen Friedensvertrag hingekriegt. In Kolumbien war jahrzehntelang Bürgerkrieg. Nicht zuletzt mit Vermittlung des Papstes Franziskus ist es gelungen, und der Kirche, der katholischen Kirche in Kolumbien, einen Friedensvertrag zu organisieren. Auch der Krieg in der Ukraine wird irgendwann zu Ende sein. Je mehr Menschen darauf vertrauen, dass wir nicht zum Krieg führen auf der Welt sind, sondern letztlich zum Frieden schaffen. Kant würde sagen, zum ewigen Frieden. Ich würde das so wahnsinnig gerne. Ich würde so wahnsinnig gerne auch mit Ihnen hier heute Abend daran glauben. Und trotzdem bin ich mit dem Blick auf 2023 deutlich pessimistischer. Auch was die Lage hier in Deutschland angeht, besorgt Sie das gar nicht, dass es immer mehr Armut geht, dass es Menschen gibt, die bisher sich eigentlich keine Sorge machen mussten um ihr Auskommen und plötzlich wegen der hohen Energiepreise abstürzen, ihr Leben nicht mehr finanzieren können? Michael Gorbatschow hat mir kurz vor seinem Tod noch mal ein E-Mail geschickt.
mit einem Aufsatz, den er geschrieben hat in einer wissenschaftlichen Zeitung in Russland. Und hat gesagt, die Menschheit hat drei große Aufgaben und sie sind lösbar. Erstens, wir müssen eine atomwaffenfreie Welt hinbekommen. Davon sind wir weit entfernt. Davon sind wir weit entfernt. Wenn ich nach Nordkorea gucke, aber auch im Westen, wir haben alle Atombomben, sind bis zur Halskrause mit Atombomben eingedeckt. Wir können uns mindestens 20 Mal umbringen, noch immer gegenseitig. Aber wir müssen daran arbeiten. Es gibt immer Alternativen. Gorbatschow hat es vorgemacht. Gorbatschow hat mit einem kalten Krieger namens Reagan eine Abrüstung, die größte Abrüstung der Welt zustande gebracht. Ich habe ihn mal gefragt, wie haben Sie das geschafft? Dann sagt er, ich habe zu diesem Menschen, der mich als Ausgeburt des Bösen, Reich des Bösen bezeichnet hat, ein Vertrauen aufgebaut. Und dann habe ich ihn nachgefragt in einer Fernsehsendung, wo haben Sie denn die Kraft hergenommen? Und dann sagte er, die Kraft steht hinter der Kamera und hat auf seine Frau Raisa gedeutet und die hat zurückgewunken. Aber das Vertrauen, also, wo gibt es das denn im Moment? Das war ein politisches Wunder. Wir sprechen die Welt ist voller politischer Wunder, neben den Riesenproblemen, die es gibt. Wir sprechen, und ich komme gleich nochmal auf die Energiepreise zu sprechen, Herr Alte, auch wenn Sie bisher den Weg gegangen sind, immer dann ganz optimistisch davon wegzugehen. Dann sprechen wir über Vertrauen. Wie soll das denn entstehen zwischen Zelensky und Putin, zwischen Putin und Biden oder zwischen Putin und Scholz? Sie haben selber gesagt, der hat die ganze Welt, der hat alle Regierungschefs belogen. Ja. Wie soll denn Vertrauen entstehen? Das ist schwierig. Ich habe kein Patentrezept. Aber ich habe einige Beispiele, auch ich bin auch Historiker, einige Beispiele aus der Geschichte, die deutlich machen, dass das geht. Und, wie würden Sie denn anfangen mit ihm? Indem ich im Sinne der Bergpredigt, was meine feste Überzeugung ist, dass uns Jesus auch hier Angebote gemacht hat, auf die Feindesliebe, ein Schlüsselwort von Jesus verweisen. Das heißt nun nicht, dass ich Putin lieben muss. Feindesliebe ist für mich in erster Linie das Verständnis, mich in den anderen hineinzuversetzen. Hat er das verdient, dieses Verständnis? Helmut Kohl hat gesagt, er hat es verdient. Helmut Kohl hat kurz vor seinem Tod noch mal gesagt in einem Interview, ähnlich wie Helmut Schmidt, wir haben die NATO, wir, der Westen, haben die Sicherheitsinteressen Russlands viel zu wenig beachtet. Kohl und Helmut Schmidt haben das gesagt. Also man kann die Welt nicht einteilen, wie wir das oft tun. Dort hier die Guten und auf der anderen Seite immer die Bösen. Das heißt, Sie müssen dem Bösen ein Angebot ja auch machen. Sie müssen sich reinversetzen und Sie würden. Und was steht da drauf auf dem Angebot? Weil dann wird es ja heikel bei der Frage. Richtig. Das bedeutet ja, ab jetzt hier am Tisch würden wir mal locker ein paar Regionen von der Ukraine herrschen. Überhaupt nicht. Nein? Überhaupt nicht. Sondern? Nein, das müssen die Ukrainer selber entscheiden. Das ist Sache der Ukrainer. Zweitens, aber das ist jetzt unser Problem, Sicherheit kann spätestens jetzt im Atomzeitalter immer nur wirklich Sicherheit sein, wenn sie auch die Sicherheit des anderen ist. Und da hat der Westen große Fehler gemacht. 1990 hatte die NATO 16 Mitglieder. Jetzt haben wir 30. Herr Weißer, stellen Sie sich mal einen Augenblick vor. Kanada im Norden der USA oder Mexiko im Süden der USA werden sagen und beschließen politisch, wir schließen uns einem Militärbündnis von Russland an. Na, die NATO war ein Verteidigungsbündnis und Putin führt einen Angriffskrieg. Also, völlig richtig. Dass sich Putin tatsächlich bedroht fühlte, das ist noch als Beweisführung bisher nicht gelungen. Das ist seine Argumentation. Herr Alt, glauben Sie die? Das ist seine Argumentation und ich fürchte, dass da viel, viel dran ist. Gorbatschow hat mir mal erklärt, wie Putin sozialisiert wurde. Er hat gesagt, dieser Typ ist im Hinterhof von St. Petersburg aufgewachsen und hat immer gesagt, auch geschrieben, ich kann nur nach oben kommen, wenn ich draufschlage. Und so wie wir sozialisiert worden sind, machen wir auch Politik oder Journalismus. Führt diesen Krieg aus Angst, glauben Sie? Aus Bedrohung? Da ist viel Angst dabei, ja klar. Also jeder Psychotherapeut kann das nachempfinden. Und ich glaube, wir sind einfach zu wenig in der Lage, bisher uns in andere hineinzuversetzen. Das Erste ist jetzt, dass wir dafür sorgen, dass auch die Ukraine Sicherheitszusagen bekommt von Russland. Aber auch die Sicherheitsinteressen Russlands müssen wir eher mit bedenken, als wir das bisher gemacht haben. Das heißt, Sie müssten ihm, wenn man Ihrer Argumentation jetzt folgt, die Angst nehmen.
Putin die Angst nehmen. Ich muss mit dafür sorgen, dass ich seine Sicherheit ernst nehme und dadurch seine Angst abbaue. Wir können doch nicht so weitermachen wie bisher. Unsere eigene Angst dadurch überwinden, dass wir anderen noch mehr Angst machen. Das ist die Situation im Atomzeitalter. Wenn du mich 25 Mal vernichten kannst, muss ich dafür sorgen, dass ich dich 30 Mal vernichten kann. Das muss in die Katastrophe führen. Deshalb hat Gorbatschow völlig recht, wenn er kurz vor seinem Tod uns nochmal daran erinnert hat, dass das Wichtigste für den Frieden und die Sicherheit in der Welt ist, dass wir einen übereinstimmenden, kontrollierbaren Vertrag hinkriegen, in dem die Welt auf einem Weg zur atomaren Abrüstung ist. Jetzt schauen wir auf dieses Jahr und auf die deutsche Außenpolitik, auf Sanktionen, auf Waffenlieferungen. Sehen Sie einen Erfolg davon? Zumindest ist die Ukraine nicht ausgelöscht worden, wie es Putin wollte. Zumindest haben auch deutsche Waffenlieferungen, das fällt mir nicht leicht, als Pazifist zu sagen, aber es ist so, dass ich die Realität dazu beigetragen, dass ukrainisches Leben gerettet wird. Das ist wirklich nachvollziehbar. Ich habe viele Fernsehberichte gesehen, die deutlich gemacht haben, deutsche Raketenabwehr hat mitgeholfen, dass die russischen Raketen abgeschossen wurden. Aber dann wäre es doch logisch zu sagen, wir schicken mehr, wir schicken das Doppelte. Wir versuchen, ihn zu bezwingen. Wir versuchen, die russischen Truppen zurückzudrängen aus dem ukrainischen Gebiet. Naja, das machen wir ja wahrscheinlich mehr, als wir Journalisten angenommen haben. Kanzler Scholz hat in dieser Woche, vor einigen Tagen, in der Süddeutschen Zeitung in einem ganzseitigen Interview gesagt, dass wir weiterhin die Ukraine unterstützen wollen. Ab einem bestimmten Punkt ist es mit bestimmten Waffenlieferungen sicherlich zu Ende, was ich gut nachvollziehen kann. Scholz, der sicherlich zögert und zaudert, da will ich der Opposition recht geben. Aber mir ist ein bei Waffenlieferungen zögernder und zaudernder Bundeskanzler lieber als ein Draufgänger. Jetzt versuchen wir herauszufinden, wie wir alle ganz gemeinsam und vor allen Dingen die Ukraine aus diesem Krieg rausfinden kann. Also ist es eine Option, endet ein Krieg dadurch, dass in diesem Fall die russische Armee besiegt werden kann? Schauen Sie mal, trotz dieser furchtbaren Kriegssituation ist es den Russen und den Ukrainern unter der Vermittlung der UNO gelungen, ein Weizenabkommen zu schließen. Trotz dieses furchtbaren Krieges ist es beiden Seiten gelungen, mit Hilfe der UNO wieder Gefangene auszutauschen. Warum soll es nicht möglich sein? Keiner weiß den Zeitpunkt. Ich auch nicht. Und der Bundeskanzler hat gerade gesagt, er weiß es auch nicht. Wir müssen den Kontakt halten. Wir müssen dafür sorgen, dass er Interesse hat und ihm natürlich auch gewisse Sicherheitsgarantien geben, dass wir die NATO nicht weiter ausdehnen, dass Ukraine nicht von heute auf morgen in die NATO aufgenommen wird, obwohl jedes Volk das Recht hat, einem Militärbündnis, einem Abwehrbündnis, das ist die NATO in der Tat, beizutreten. Trotzdem braucht auch Putin Sicherheitsinteressen. Wissen Sie, zu Beginn des Krieges hat der russische Geheimdienst festgestellt, waren 80% der Russen hinter Putin. Jetzt sind es noch 20%. Auch Putin regiert nicht ewig. Jede Diktatur hat ein Ende, auch die putinsche Diktatur. Aber das heißt ja dann doch wieder, dass der Weg funktioniert. Also, dass der Krieg für ihn auch extrem teuer wird. Endet der Krieg, weil er für eine der beiden Seiten zu teuer wird? Also ich bin da nicht der Fachmann dazu. Nur heute habe ich wieder gelesen, dass die russische Wirtschaft zwar noch nicht zusammenbricht, aber immer größere Probleme bekommt durch den Krieg. Ich glaube, über 50% des Etats in Russland wird jetzt fürs Militär ausgegeben. Das wird ein Volk wie die Russen sich auf Dauer nicht bieten lassen. Zu teuer kann ja auch sein, dass man immer mehr der eigenen Söhne und Väter beerdigen muss. Weiß Gott, wahrscheinlich sind die größten Feinde für Putin die Mütter der Soldaten. Das sagen Sie auch mit Ihrer Zweitweltkriegserfahrung. Richtig, ja. Auch meine Mutter war gegen den Krieg und kam beinahe zu Tode. Und ich bin ganz sicher, alle Mütter der Welt wollen nicht ihre Söhne als militärisches Opfer darbringen. Haben Sie in all diesen Monaten eigentlich verstanden, was unsere Position, unsere deutsche Position da ist, was wir eigentlich uns wünschen, was unsere Regierung will in diesem Krieg? Natürlich Frieden. Ich kenne in Deutschland wirklich niemanden, der sagt, der Krieg ist in Ordnung. Ich kenne nur Friedensmenschen.
Allerdings müssen wir jetzt, bitte, es war Einstein, der vor einem verantwortungsvollen und vor einem verantwortungslosen Pazifismus gewarnt hat. Ich sage in diesem Buch Realpazifismus. Das ist meine Position. Ich muss als Pazifist leider auch jetzt für deutsche Waffenlieferungen sein, weil sie wirklich helfen, Menschenleben zu retten. Aber die Deutschen haben so etwas wie ein pazifistisches Gen. Ich war ziemlich erschrocken, als unsere Verteidigungsministerin vor einigen Wochen gesagt hat, wir müssen jetzt den Deutschen den Pazifismus austreiben. Bitte, Frau Verteidigungsministerin, nicht den Pazifismus austreiben. Wir müssen mit dafür sorgen, dass mehr Frieden in der Welt passiert. Ist Pazifismus bequem in vielen Momenten? Ist das bequem aus unserer deutschen Sicht? Dass man sich eben nicht engagiert, dass man nicht unterstützt? Also wir engagieren uns ja. Also Pazifismus heißt für mich auch ukrainische Flüchtlinge aufnehmen und versorgen. Wir sind in Berlin, hier wird es vorgemacht, dass das geht. Beinahe 1 Million kam zu uns und wir werden weiterhin helfen müssen. Ich fürchte, in diesem Winter werden wir noch mehr helfen müssen. Das ist ja furchtbar, wie Putin die Infrastruktur zerstört. Er nimmt Millionen Tote in Kauf, die erfrieren, die verhungern, die verdursten. Das ist eine der furchtbarsten Katastrophen, wie gesagt, für mich nicht mehr vorstellbar gewesen. Aber es ist leider so. Ich muss von Realitäten ausgehen. Ich frage deswegen nach dem, bisschen böse, nach dem bequemen Pazifismus, weil es an diesem Tisch so wahnsinnig leicht fällt, sich Frieden zu wünschen. Und weil man dann dort in Kiew oder in Kharkiv oder in Mariupol einen ganz anderen Eindruck von der Situation haben. Wenn Sie die fundamentalistischen Pazifisten meinen, gebe ich Ihnen recht. Das kann ein bequemer Weg sein. Wenn Sie meinen, dass manche Pazifisten in Deutschland zu wenig an das Leid der Betroffenen denken in der Ukraine, gebe ich Ihnen auch recht. Aber als Realpazifist bin ich für Waffenlieferungen und für möglichst viele humanitäre Hilfe. Hätten Sie gerne als Pazifistin eine Außenministerin? Ja, ich finde, die macht eine realpazifistische Außenpolitik. Sie ist auch für Waffenlieferungen, aber sagt zugleich, müssen wir alle Möglichkeiten nutzen, um Putin an den Verhandlungstisch zu bringen. Frau Baerbock, natürlich. Wir reden über Frau Baerbock. Und Frau Baerbock will doch aber mehr Waffenlieferung. Das ist für Sie Pazifismus, das ist Realpazifismus. Wenn es sein muss, dass dadurch, sie hat ja in diesen Tagen auch gesagt, deutsche Abwehrwaffen retten ukrainisches Leben. Da bin ich bei ihr. Und wenn es noch mehr werden muss, unter Umständen ja. Aber es muss immer geprüft werden, dass wir nicht eigene Kriegspartei werden. Also die Grünen, die ja eine ganz starke pazifistische Strömung in ihrer Partei immer hatten, die machen jetzt dort, indem sie auch Waffenlieferungen massiv befördern, aus ihrer Sicht, aus der Sicht von Franz Alten, guten Job? Sie machen Realpolitik und das ist Pragmatismus, das ist Politik, ja. Aber dann nochmal konkret, was haben Sie erreicht in diesem Jahr? Ist nicht die Situation am Ende dieses Jahres verfahrener, verstockter denn je? Das weiß ich nicht, ob sie noch verstockter ist, als sie bisher schon die ganze Zeit war. Vielleicht wird sie 2023 noch verstockter. Also man muss das Schlimmste befürchten, nachdem wir jetzt sehen, wie Putin sich benimmt und wie schwer es ist, ihn an den Verhandlungstisch zu bringen. Bitte, Scholz hat es versucht, Macron hat es versucht. Ja, von Tisch kann man da ja gar nicht reden. Die saßen 15 Meter auseinander an dem Tisch. Richtig. Und sogar über die 15 Meter reicht es noch, sehr um sich zu belügen. Dieses Bild war sehr typisch. Es reichte, um die ganze westliche Welt zu belügen. Und nicht nur er, auch sein Außenminister und sein Kriegsminister sind wirklich ein Lügner neben dem anderen. Es ist schwierig. Aber wir hatten schon oft schwierige Situationen. Wenn man so alt ist wie ich, kennt man die Geschichte des Kalten Krieges sehr, sehr gut. Und wir standen oft am Abgrund und haben es trotzdem geschafft, dank eines politischen Wunders wie Gorbatschow, dass wir die größte Abrüstung der Geschichte in der zweiten Hälfte der 80er und in den 90ern hingebracht haben. Kontrollierte Abrüstung. Das wäre jetzt wieder notwendig. Viele sagen in der Verzweiflung, eben weil man am Ende dieses Jahres sagt, Mensch, nach so viel hunderten Tagen Krieg, nach Zehntausenden Toten, nach Hunderttausenden Flüchtlingen, Millionen Flüchtlingen mittlerweile, ist die Situation so verfahren, dass eigentlich nur eines hilft, Tyrannenmord. Ich weiß nicht, ob Tyrannenmord helfen würde. Ich verstehe Stauffenberg. Aber ob Tyrannenmord helfen würde, es wäre wahrscheinlich ein zweiter Hitler gekommen. Oder sehr wahrscheinlich ein zweiter Hitler gekommen. Ob ein zweiter Putin oder aus Tschetschenien noch ein schlimmerer folgt, ist eine offene Frage. Deshalb, ich sage, ich verstehe Tyrannenmord, aber ich bin nicht für Tyrannenmord.
solange es irgend geht, und Putin hat ja auch ein paar Zeichen gegeben in diesen Tagen, dass er bereit wäre zu verhandeln, und schiebt dem Zelensky den schwarzen Peter zu, dass er im Moment nicht verhandeln will, was ich auch wieder verstehe. Aber Zelensky wollte am Anfang des Krieges verhandeln, war bereit sogar über die Krim zu verhandeln, über den Donbass. Und Putin wollte nicht. Jetzt ist es umgekehrt. Also es bewegt sich einiges und es gibt einige Signale. Das Ganze ist ja mehr als ein Krieg zwischen zwei Nachbarn. Das Ganze hat auch eine globale Dimension. Und das lässt mich hoffen, dass, wenn die Zeichen, die aus Washington kommen, deutlicher werden, Putin vielleicht doch bereit ist, mit Biden über eine Lösung des schrecklichen Konflikts zu reden. Und auch Biden dazu bereit ist. Biden dazu. Haben Sie den Eindruck, dass die USA genügend tut, um genau das zu machen? Also materiell helfen sie ja weit mehr als Deutschland hilft sehr. Aber materiell und finanziell. Die Amis noch mehr materiell, finanziell und auch militärisch noch mehr als wir. Und sie haben ja auch mehr Möglichkeiten als wir, wenn man an den heutigen Tag denkt, mit den deutschen Panzern. Also ich hoffe, dass Biden es schafft, Putin an den Tisch zu bringen. Das wäre für Putin schon die Tatsache, dass Biden ihn anregt zu verhandeln, ein Imagegewinn, und den sollte man ihm wirklich gönnen. Nochmal zurück zu diesem Wort Tyrannenmord. Sie haben gerade lange überlegt. Haben Sie sich in den vergangenen Monaten mal ertappt bei dem Gedanken und dabei ganz kurz eine Sympathie für diesen Gedanken empfunden? Also eine unserer Töchter hat mal gemeint, das sei doch eine Lösung. Und ich habe heftigst widersprochen und gesagt, also ich bin nicht, wenn ich sicher wäre, würde ich darüber nachdenken, dass eine bessere Lösung kommt nach Putin, in der Nach-Putin-Zeit. Aber da kann man nicht sicher sein. Ich weiß nicht mehr genau den Namen des Tschetschenenführers, der da immer auftaucht, Kadyrov, der immer gesagt hat, Putin ist nicht konsequent genug, man muss viel mehr draufschlagen noch. Also es ist nicht auszuschließen, dass so ein Typ dann der Nachfolger wäre. Und das wäre nicht leichter, das wäre noch schwieriger. Herr Alt, jetzt stehen wir kurz vor Weihnachten, ein paar Tage noch. Ist die Erkenntnis dieses Jahres, eine Erkenntnis dieses Jahres, dass Waffen mehr helfen als zu beten? Ich erinnere mich an das Ende des Kalten Krieges. In Leipzig die ersten Demonstrationen, ich glaube am 9. Oktober. Nach der großen Demonstration, wo die Demonstranten zehntausendfach riefen, keine Gewalt, hat der damalige Stasi-Chef von Leipzig seine Zentrale verlassen um Mitternacht. Und gesagt, wir alle haben mit allem gerechnet, nur nicht mit Gebeten und mit Kerzen. Das politische Wunder ist geschehen. Ich glaube, auf geistiger Ebene passiert viel, viel mehr, als wir heutigen Materialisten uns so gerne vorstellen. Ja, aber dort doch das Gegenteil. Die Patriarchen von Moskau und in der Ukraine, die Geistlichen ähnlich, die sind voll für den Krieg. Für mich ist das Feuern in dieser Zeit eher. Für mich als Christ ist das die eigentliche die Katastrophe hinter der Katastrophe. Dieser Patriarch aus Moskau, der vom Heiligen Krieg faselt, das ist das Gegenteil dessen, was... Ein Ergebener Putins. Ja. Und den Putin unterstützt. Ist das Gegenteil dessen, was Jesus in seiner Bergpredigt gemeint hat. Frieden heißt, Frieden schaffen heißt, und Feindesliebe, versetz dich in die Situation des Gegners. Habe den Mut zum ersten Schritt. Denk mal darüber nach, dass Sicherheit auch seine Sicherheit ist. Das wäre für mich Bergpredigt. Aber der Patriarch von Moskau macht leider das Gegenteil, eine reine Katastrophe. Wir stehen jetzt kurz davor, vor dem Jahreswechsel. Und Sie haben gerade Ihre Kinder angesprochen, Enkel angesprochen, mit denen wir über all diese Themen sprechen und sprechen müssen immer wieder. Ja. Sie werden versuchen, Optimismus zu verbreiten. Wahrscheinlich wird es aber nicht immer gelingen. Wenn Sie jetzt aufs nächste Jahr schauen, was glauben Sie, wo wir landen werden? Also die Zukunft ist immer offen. Als Realist muss man da so sagen, ich bin gegen Katastrophenpredigerei. Das hilft uns auch nicht. Und Pessimismus hilft uns auch nicht. Ich habe die Erfahrung gemacht, auch als Historiker und politischer Wissenschaftler, dass es immer Alternativen gibt. Nehmen Sie mal die erneuerbaren Energien, mein Lieblings- und Lebensthema ist das geworden. Die billigste Energie heute ist Sonne und Wind. Ja, das ist die große Chance.
Aber in der Kombination, wir haben 6 erneuerbare Energiequellen. Wir haben Speichermöglichkeiten geschaffen. Das ist Ihr großes Lebensthema. Grüner Wasserstoff ist mein großes Thema. Wir könnten viel, viel weiter sein, wenn in den letzten 4 Bundesregierungen der Ausbau der Erneuerbaren forcierter vorangetrieben. Auch da gibt es Alternativen. Wir brauchen keine Atomkraftwerke und wir brauchen keine Atombombenpolitik. Vor dem Hintergrund, glauben Sie, dass in den nächsten Monaten dieser Krieg enden wird, dass wir alle gemeinsam und vor allen Dingen diejenigen, die das angezettelt haben, einen Ausweg finden? Wenn alle versuchen, im Sinne des großen Friedensfreundes aus Nazareth, dieses wunderbaren jungen Mannes aus Nazareth, alles, was in ihrer Macht steht, zu tun, haben wir die Chance, 2023 zumindest zum Ende, denke ich, ein Friedensjahr hinzukriegen. Aber da muss mehr versucht werden. Da müssen auch die eigenen Fehler deutlich angesprochen werden, mehr als bisher. Dann haben wir wieder eine Chance. Das ist ein schönes und ein optimistisches Schlusswort am Ende dieses Talkjahres hier auch bei Bild. Ich hoffe, ein realistisches Schlusswort. Ganz, ganz viel gestritten haben, heftig diskutiert haben, ging sehr hoch her hier an diesem Tisch. Und umso mehr gefällt mir dieses ruhigere und besinnliche Schlusswort. Danke Ihnen, Herr Alt. Danke Ihnen, Herr Weise.